Pausenlos laufen die schweren Stahlseile über die Räder des Förderturmes. Als einzige Verbindung zwischen Übertage und Untertage. Hier unten, 500 bis 1000 Meter unter der Erde, geht der Bergmann seiner harten Arbeit nach. Sein täglicher Arbeitsplatz liegt jedoch oft kilometerweit vom Schacht entfernt. Wie in einer abendlichen Stadt. Autos, Motorräder. Da und etwas Ähnliches wie eine Straßenbahn haben sie auch. Zuvor werden die Strecken und Abbaureviere auf Rissbildungen und Bruchgefahr kontrolliert. Dies ist ein Schrapper. Er schafft mit einem Zug 2 bis 3 Tonnen Salz aus der Abbaustrecke heraus. Jedes Mal eine ganze Lastwagenladung. Von der Schrapperbühne aus wird das Salz in die bereitstehenden Förderwagen gefüllt. Hier eine andere Verladetechnik. Durch Rolllöcher, steil angelegte Durchbrüche von höher gelegenen Abbauen zu den Förderstrecken, rutscht das Rohsalz in Großraumwagen. Fassungsvermögen 6 Tonnen. Weite Strecken müssen durchfahren werden. Oft sind mehr als 40 Kilometer Schienen unter Tage verlegt. Aus allen Abbaurevieren rollen die Züge ununterbrochen zum Schacht. Guten Appetit! Glück auf! Vielen Dank. Das waren nämlich die Männer, die dafür sorgen, dass uns in der Strecke keine Salzbrocken auf den Kopf fallen. Nun sind wir bald am Schacht. Am Füllort wird Wagen für Wagen automatisch gewogen. Im Kreiselwipper werden sie dann entleert. Das noch stückige Rohsalz fällt in die Grobmühlen. Bei der Großraumwagenförderung sieht das anders aus. Ununterbrochen laufen die Züge auf dem Bahnhof ein. Während der Fahrt entladen sich die Wagen selbsttätig. Das in den Mühlen zerkleinerte Salzgestein fällt auf breite Transportbänder und rollt nach der Füllstelle am Schacht. Über Messbehälter rutscht es in die Fördergefäße. Sein Weg nach Übertage beginnt. Und da sitzt ein ganz wichtiger Mann, der Fördermaschinist. Die wichtigste Lebensader des Werkes liegt in seiner Hand. Während einer ganzen Schicht steuert er die in dem bis zu 1000 Meter tiefen Schacht rauf und runter rasenden Fördergefäße. Auf den Zentimeter genau stoppt er sie ab. Das ist Präzisionsarbeit. Automatisch öffnet sich die Verschlussklappe und 9 Tonnen Salz, eine ganze Waggonladung, rutschen in den Übergabebunker. In ununterbrochenem Wechsel, Tag und Nacht, Minute für Minute, jagen die Fördergefäße durch die Schachtröhre. 10.000 Tonnen Rohsalz und mehr holt so ein Werk täglich aus der Tiefe der Erde. Doch schnell noch einmal runter zu unseren Bergleuten. Eine Schicht ist gerade zu Ende. Die Arbeit des Bergmannes ist nicht leicht, trotzdem liebt er sie. In einer stolzen Tradition wird in vielen Familien seit Generationen der Bergmannsberuf vom Vater an den Sohn weitergegeben. Nach der Arbeit im Innern der Erde freut sich der Bergmann stets wieder auf das Tageslicht. Signal für die Personenbeförderung. Mit 8 Metern pro Sekunde geht's nach oben. Sofort geht's in die Kaue, wo die Kleider an langen Kettenzügen hängen. Der Salzstaub muss runter. In freundlichen Räumen wird gefrühstückt, dabei wird Milch besonders gern getrunken. Na
Nach der Schicht geht's heim zu Muttern. So nimmt das Kali seinen Weg in alle Länder der Welt. Zum Nutzen der Landwirtschaft, zum Wohle der Menschheit.